haben am 6. Mai die Wahl zwischen sehr unterschiedlichen Vorstellungen davon, wie es mit Schleswig-Holstein weitergehen soll. Und Sie haben eine Richtungsentscheidung zu treffen an der Wahlurne zwischen zwei Alternativen. Sie haben die Wahl zwischen einer Fortsetzung einer soliden Finanzpolitik, die von Peter Harry Carstensen und Rainer Wiegand eingeleitet wurde, einer Politik, die sagt, Schluss mit neuen Schulden, und auf der anderen Seite die Politik von Rot-Grün, die Schleswig-Holstein zurückführen wird in den Schuldenstaat. Und Sie haben die Wahl zwischen einer Bildungspolitik, die auf Qualität setzt, die auf produktive Ruhe setzt und die auf Schulfrieden setzt, und auf der anderen Seite eine Schulpolitik, die rot-grüne Bildungsideologie fortsetzen wird. Und die Menschen haben die Wahl zwischen einer Politik, die weiter in die Zukunft dieses Landes investiert, oder einem Stillstand, den wir vorgefunden haben im Jahr 2005, als wir, als Peter Harry Carstensen, die Regierungsverantwortung in Schleswig-Holstein übernommen hat. Darum geht es am 6. Mai. Das ist die Richtungsentscheidung, über die wir reden. Und deshalb sagen wir, haben wir als CDU ein ganz klares Wahlziel. Und das Ziel ist, dass wir die mit Abstand stärkste Kraft in Schleswig-Holstein werden wollen, was der andere Begriff dafür ist, dass wir sagen, ohne uns soll eine Regierungsbildung in Schleswig-Holstein nicht möglich sein. Gracias.